meinen deutschen Personalausweis zeigen soll, weil ich einer von 26,8% Baden-Württemberger mit Migrationshintergrund bin. Also Sie haben bei dieser Wahl auch die Möglichkeit, den migrantischen Anteil im Landtag zu Baden-Württemberg zu erhöhen. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, eine Kinderratung mitzubringen. Ganz einfach, weil wir ein Land sind mit wenig Rohstoffen, weil wir davon leben, von der Bildung unserer Kinder, also von unseren Kindern, was wir für unsere Kinder tun, im frühkindlichen Bereich mit der Sprachförderung, danach in den Kindergärten und in den Schulen. Das ist also die Zukunft, das repräsentiert für mich Baden-Württemberg. Es ist auch eines der Themen, für die ich im Landtag gerne arbeiten würde. Die Bildung, die Integration, eben auch über die Bildung dazu, der Verbraucherschutz, gesunde Lebensmittel aus der Region, aber dann auch weitergefasst die direkte Demokratie, die Bürgerrechte, die in diesem Land gestärkt werden müssen, sodass wir wirklich zu einer neuen politischen Kultur kommen, dass wir diese alte, doch manchmal recht heftige Regierung entsorgen und ja, zu einem neuen demokratischen Miteinander finden. Darüber hinaus erinnert mich die Kinderratung auch, dass es vielleicht nötig ist, mal aus dem Landtag hinauszugehen zu den Menschen, zum Beispiel zu meiner Familie. Also ich habe die Rassel meiner kleinen Tochter aus der Spielzeugkiste geklaut. Und darüber also den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren. Sie dürfen.